So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zum nächsten Gebietsguide für Guild Wars 2 zu 100% Gebiete. Ja, wir schauen uns heute das nächste Gebiet an, und zwar ist das hier oben im eisigen Norden sozusagen die Schneekuhlenhöhen an. Ist ein Gebiet von 15 bis 25, hat 13 Aufgaben, 6 Heldenherausforderungen, 19 Wegmarken, 6 Panoramen und 11 Sehenswürdigkeiten. Wie bei den anderen Gebieten auch, werde ich euch bei den ganzen Sachen lediglich zeigen, wo ihr die zu finden habt. Außer den Panoramen. Die Panoramen zeige ich euch von der nächstgelegensten Wegmarke, wie ihr an das Panorama rankommt. Jeweils. Ne? Also da zeige ich euch, wie ihr an die Panoramen kommt. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an. So, fangen wir an mit den Wegmarken. Die erste Wegmarke ist die Wegmarke Hochpass Freistadt. Befindet sich im Grunde direkt am Anfang in den Übergang zum Wandererhügel hier oben. So, die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Reißertal. Findet ihr weiter südlich bzw. leicht südsüdwestlich von der Wegmarke Hochpass Freistadt. Nur halt ganz, ganz unten sozusagen. So, die nächste Wegmarke ist die Eulenhütte. Die Eulenhütte-Wegmarke findet ihr ein bisschen südöstlich von der Wegmarke Reißertal. Und zwar ganz unten beim Schlachthaus der Eule. So, die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Anliegestelle des Schneefalken. Befindet sich im Grunde ein bisschen nordwestlicher von der Wegmarke Reißertal. Einmal hier oben. So, die fünfte Wegmarke ist die Wegmarke Die Leiden des verirrten Kindes. Findet ihr im Grunde weiter nördlich von der Wegmarke Schneefalkenposten. Oder westlich von der Wegmarke Hochpass Freistadt. Einmal im oberen Bereich hier. So, die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Njordhof. Findet ihr ein bisschen westlicher von der Wegmarke Die Leiden des verirrten Kindes. Einfach ein bisschen weiter Richtung Westen laufen, dann, also nach links laufen, dann habt ihr die. So, die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Sodahem Gehöft, welches wir südlich von der Wegmarke Njordhof finden. Die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Torstwedgehöft. Die finden wir noch ein Stückchen südwestlicher von der Wegmarke Sodahemgehöft. Einmal hier oben. Die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Exil. Befindet sich im Grunde südlich von der Wegmarke Torstwedgehöft, beziehungsweise ein bisschen westlicher von Eulenhütte und von Reißertal. Einmal hier unten. So, die zehnte Wegmarke ist die Wegmarke Waldseen. Waldsee befindet sich westlich von der Wegmarke Exil auf der anderen Seite des Waldsee. Die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Isenfall. Isenfall befindet sich im Grunde ein bisschen westlicher von den Wegmarken Njordhof und der Sodahem Gehöft, weiter westlich, hier bei dem Isenfallsee. Die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Schneeweh Freistadt. Ist ein bisschen südlicher von der Wegmarke Isenfall, beziehungsweise wenn man den Weg nach Westen von der Wegmarke Torstwedgehöft folgt, kommt man an der Freistadt vorbei. Die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Lorna.
die sich südlich von der Schneeweh-Freistadt befindet, beziehungsweise westlich von der Wegmarke Walsee. Einmal hier vorne. Die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Podaga-Gehöft, welche wir noch weiter westlich finden, und zwar westlich von der Wegmarke Lorna, in diesem kleinen, ja, Dörfchen. Ne, ich seh's mal. Die 15. Wegmarke ist die Wegmarke Skraden, die sich ein bisschen nordwestlich von dem Wegmarke Podaga-Gehöft befindet. Die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Gefrorener Bögen. Befindet sich im Grunde ein bisschen nordöstlich von der Wegmarke Skraden, beziehungsweise nordöstlich auch von der Wegmarke Podaga-Gehöft, beziehungsweise nordwestlich von der Wegmarke Lornor, beziehungsweise westlich von Schneeweg-Freistadt. Also genau mittig zwischen diesen ganzen hier. Die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Seraphenvorreiter. Die befindet sich nördlich von der Wegmarke Skraden, beziehungsweise nordwestlich von der Wegmarke Gefrorene Bögen. Einmal hier oben. Die vorletzte Wegmarke ist die Wegmarke Ankwarts Schatzkammer. Befindet sich etwas... Keine Ahnung, was das war. Befindet sich ein bisschen nördlicher der Wegmarke Seraphenvorreiter. So, und die letzte Wegmarke ist die Wegmarke Gelehrtenkluft, die wir nördlich von Ankwarts Schatzkammer, von Seraphenvorreiter, von den beiden Wegmarken nördlich finden, beziehungsweise ein wenig westlich von Isenfall. So, machen wir weiter mit den Aufgaben. Die erste Aufgabe kriegen wir bei den Seraphenbogenschütze Brian, der sich direkt bei der Wegmarke Seraphenvorreiter befindet. So, nächste Aufgabe bekommen wir bei Exploratoren Bink, die sich im Grunde östlich von den drei Wegmarken hier befindet, also von den Wegmarken Ankwas Schatzkammer, Wegmarke Gelehrtenkluft und Wegmarke Seraphenvorreiter. Einmal hier. Die nächste Aufgabe kriegen wir beim verdeckter Agent Tulfa, der im Grunde ein bisschen südöstlich von der letzten Aufgabe ist, beziehungsweise nordöstlich von der Wegmarke Gefrorene Bögen. So, die nächste Aufgabe kriegen wir bei Leika, die Handwerkerin. Die ist westlich von der Wegmarke Lorna, einmal hier drüben. So, und in der Nähe dieser Aufgabe kriegen wir auch die fünfte Aufgabe, nämlich die von Sengra, die Pirscherin, die ebenfalls westlich von der Wegmarke Lorna zu finden ist. Die nächste Aufgabe kriegen wir bei der Jägerin Glinis, die sich im Grunde südöstlich, sagen wir es mal, von der Wegmarke Isenfall befindet, beziehungsweise nordöstlich von der Wegmarke Schneeweh-Freistadt, beziehungsweise etwas, ja, nordwestlich von der Wegmarke Torstwedgehöft, also zwischen diesen dreien genau mittig so befindet. So, die nächste Aufgabe kriegt ihr bei Wächter Lugung. Wächter Lugung findet ihr unter Wasser, und zwar genau mittig zwischen den Wegmarken Exil und den Wegmarken Walsee. Einmal hier vorne. Die nächste Aufgabe kriegt ihr bei Meinolf Njörtsson. Der ist ein bisschen westlicher von der Wegmarke Njörthof. Einmal hier oben. Die nächste Aufgabe kriegt ihr bei der Löwengardistin Auda, die ein bisschen östlich von der Wegmarke Soderhem-Gehöft sich befindet. Die zehnte Aufgabe kriegt ihr von Bulsa die Ältere. Die befindet sich ein bisschen, ja, ich sag mal, westlicher von
Wegmarke Schneefalkenposten. Die nächste Aufgabe findet ihr ebenfalls westlich von dem Posten Wegmarke Schneefalkenposten. So. Und zwar bei der Löwengardistin Nadel. Die vorletzte Aufgabe kriegt ihr bei Lari beim bei der Eulenhütte, und zwar Wegmarke Eulenhütte, ein bisschen südwestlicher, dort findet ihr die Aufgabe. So, und die letzte Aufgabe findet ihr beim Löwengardisten Harald, der sich ein bisschen südwestlich von der Wegmarke Hochpass Freistadt. Ihr müsst einfach nur den Weg hier bis zur Kreuzung und dann den Weg südlich nehmen. Dann kommt ihr an ihm vorbei. So, machen wir weiter mit den Heldenherausforderungen. Die erste Heldenherausforderung kriegen wir beim Jünger der Eule. Der befindet sich beim Schlachthaus der Eule. Wenn ihr Winkmarke Eulenhütte geht und ein bisschen, entweder könnt ihr so rum oder ihr geht so rum, je nachdem, wie ihr da am besten rumkommt. Einfach hinter das Haus, und hinterm Haus ist der, beziehungsweise ist hier hinten auch eine Öffnung. Ihr könnt auch durchs Haus kommen. Und hier hinten findet ihr die erste Heldenherausforderung. So, die nächste Heldenherausforderung ist bekommt ihr bei Beißender Wind. Ist bei der Wegmarke Die Leiden des verirrten Kindes, ein bisschen nördlich davon. So, die nächste Heldenherausforderung bekommt ihr bei Corvin der Skalde. Ist im Grunde, wenn ihr bei der Wegmarke Isenfall seid, einfach nach Norden zur Hütte gehen. Dort vor steht er. So, die nächste Heldenherausforderung ist ein bisschen trickiger, denn sie befindet sich hier oben in einer Höhle. Wenn ihr bei der Wegmarke Gelehrtenkluft einfach Richtung Osten geht, und zwar an dieser Stelle, findet ihr hier eine Höhle. Da müsst ihr rein. Hier werden Gegner natürlich sein, also solche hier, Sicherheitskobolde. Und ihr müsst hier auf diese Steine springen. Hier hoch. Hier findet ihr nebenbei auch noch einen NPC. Hier hoch springen. Na komm, noch weiter hoch. Und hier hinter, hier sind natürlich auch nochmal Gegner. Ne? Sogar eine kleine Mini-Boss-Gegnerin. Die besiegen wir mal schnell. Einfach mal. Die ist schnell besiegt. Ne? Die hier können wir nicht besiegen. Das ist das Problem. Leider. Aber die greift uns auch nicht weiter an. So, aber hinter denen hinter denen haben wir hier die Heldenherausforderung mit dem netten Namen Quelle der Macht der Rabenschamanen. So, die fünfte und vorletzte Heldenherausforderung ist einmal hier, und zwar die das Schneidschwingennest, welches sich ein bisschen östlicher von der Wegmarke Ankwarts Schatzkammer, nördlich von der Wegmarke Seraphenvorreiter und südlich von der Wegmarke Gelehrtenkluft befindet. So, und die letzte Heldenherausforderung ist das Growl-Totem, welches wir im Grunde bei der Wegmarke Skraden bzw. Wegmarke Podaga-Gehöft finden. An dieser Stelle ist eine Höhle, dort geht ihr einfach rein und dann könnt ihr hier einfach hochgehen und findet die Heldenherausforderung. So, machen wir weiter mit den Panoramen. Wir fangen an bei der Wegmarke Podaga-Gehöft und wollen dieses Panorama haben.
welches wir da drüben auch schon sehen. Wir gehen hier einfach in Richtung Gebäude, aber rechts um dieses Gebäude, um diese Treppe hier hinten rum. Wollen wir. Wir gehen hier rechts um die Treppe rum und sehen hier hinter, nämlich beim Schneeball des Kindes, witzigerweise, hier diese drei Baumstämme. Da müssen wir raufspringen, auf die drei, und dann hier so in die Ecke. Dann können wir nämlich hier ein bisschen laufen, springen von hier aus auf den nächsten Baumstamm und auf dieses Dach schon mal. So, und hinter dem Haus können wir jetzt lang gehen, um auf der anderen Seite auf das Dach zu kommen, wo das Panorama ist. So, für das nächste Panorama starten wir bei der Wegmarke Gefrorene Bögen, also hier, und wir wollen dieses Panorama hier oben haben. Das bedeutet, wir gehen einmal um dieses, diesen Berg herum, also Richtung Osten erstmal. Und dann ein Stück weiter Richtung Norden. Wir ignorieren gekonnt mal ein paar Gegner hier. So gut wir können. Damit wir keine unnötigen Kämpfe jetzt haben. So. Also hier haben wir auch die eine Aufgabe beim versteckten Agent. So, und da oben sehen wir schon das Panorama, das wir haben wollen. Das heißt, wir gehen hier einmal. Ja, ich weiß, ihr greift jetzt ein bisschen an. Dopp, 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 dopp. Hier an der Stelle können wir nämlich hoch. Können hier auf die Baumstämme balancieren. Gehen auf diesen Baumstamm. Springen hier auf den Baumstamm. Da hoch, da hoch. Ja, mit ein bisschen gekonnten Sprüngen kommt man dann hier hoch. Und dann ist man beim Panorama. So, für das nächste Panorama starten wir bei der Wegmarke Hochpass-Freistadt. Also hier. Und wir wollen dieses Panorama hier oben haben. Das bedeutet, wir gehen ein wenig den Weg lang. Beziehungsweise, was heißt den Weg lang gehen? Ein bisschen querfeldein, eher gesagt. Wir müssen nämlich einmal hier hin. Gehen an diesem verletzten Jäger hier vorbei. An dieser Falle hier vorbei. Und hier hinten sehen wir schon den Eingang, den wir brauchen. Ne? Wir gehen hier rein. Einfach durchrennen. Einmal schnell. So. Hier sind halt ein paar Rattenbären. So, und hier sind wir hier nämlich schon. Gut. Bei. Wir gehen hier hinten einmal über diese Kante nach hier oben und haben hier schon mal ein bisschen was. Können hier, können hier links nicht auf die Kante, Entschuldigung, hier links auf die Kante, so rum. Nämlich wir müssen über die Bretter hier. Sorry. Hatte mich vertan. Dachte, wir könnten auch so über die Dinger. Aber okay. Wir sind beim Panorama. Das ist die Hauptsache.
So, die nächste, das nächste Panorama starten wir bei der Wegmarke Reißertal. Und zwar, wir starten hier und wollen aber das hier oben haben. Das bedeutet, wir gehen Richtung Norden. Einmal hier weiter Richtung Norden. Ignorieren einfach die Gegner. Hier und je, ne? Und dann haben wir hier hinten ja dieses, ja, Synesvanias Gebäude. Links davon ist ein, ja, eine kleine Höhle. Links ist so eine kleine Höhle. Da gehen wir rein. Und hier in dieser Höhle bleiben wir uns rechtsbündig ein bisschen, damit wir hier nicht runterfallen. Gehen wir weiter und hier links sehen wir schon das Panorama, was wir haben wollen. Da sieht man mal die kleinen versteckten Orte, die es in Guild Wars gibt. So, die fünfte und vorletzte, das fünfte oder vor- und vorletzte Panorama starten wir wieder bei der Wegmarke Reißertal. Und wir wollen diesmal dieses hier oben haben. Das heißt, wir gehen hier einmal Richtung Norden. Halten uns aber eher rechtsbündig hier bei diesen beiden diesen paar Tonnen. Einmal hier durch. Gegner ignorieren wir mal wieder. Und hier hinten, bei dieser kleinen Vorsprung, können wir raufspringen. Da können wir ein bisschen hochklettern, so ein bisschen zickzack laufen. Dann kommen wir auch hier zum Panorama. Sofern meine Eule jetzt da mal kurz einen Prozess gemacht hat. So. Man kann die Panoramen leider nicht angucken, wenn man im Kampf ist. Deswegen. So, und das letzte Panorama starten wir bei der Wegmarke Eulenhütte. Und zwar ist das direkt auf der Eulenhütte obendrauf. Dementsprechend gehen wir einmal in das Gebäude rein, ignorieren einmal gekonnt die Gegner, denn wir wollen direkt ans andere Ende, einmal im Grunde hinten wieder aus dem Gebäude auch raus. Hier, wo der Rabe auch sitzt. Hier wollen wir raus. Da, wo auch die Heldenherausforderung nebenbei ist. Und hier hinten in der Ecke springen wir einfach mal ein bisschen und kommen dadurch ein bisschen rum. Und so kommen wir auch aufs Dach. Gehen dann auf dem Dach wieder einmal auf die andere Seite. Aufpassen, hier sind Löcher im Dach. Und finden hier im Grunde diese Kante, wo wir auch hochlaufen können und dann zum Panorama laufen können. So, und zu guter Letzt kommen ja noch die Sehenswürdigkeiten. Und wir fangen direkt hier auch an. Und zwar die Halle der Eule, die sich im Schlachthaus der Eule befindet, bei der Wegmarke Eulenhütte. So, die nächste Sehenswürdigkeit ist Drakentilt, nordöstlich von der Wegmarke Reißertal, einmal hier oben. So, die nächste Sehenswürdigkeit haben wir hier, und zwar ist das Verdammnis Freistadt, die ein bisschen nördlicher von der Wegmarke Schneefalkenposten sich befindet. Jetzt zeige ich zwar über mir an, aber über mir ist ja nichts.
So, die nächste Sehenswürdigkeit ist einmal hier, und zwar Zwanniwellenfestung, die westlich von der Wegmarke Reißertal sich befindet. Die nächste Sehenswürdigkeit ist einmal die Talerspitze, die befindet sich bei der Wegmarke Exil. So, die nächste Sehenswürdigkeit ist Urgulb. Befindet sich unter Wasser, einmal westlich von der Wegmarke Exil. Und zwar hier an dieser Stelle. Die nächste Sehenswürdigkeit befindet sich hier und nennt sich Molderspitze. Also nördlich der Wegmarke Walsee. Wenn ihr hier in diese Höhle reingeht, an dieser Stelle, findet ihr sie dort. Für die nächste Sehenswürdigkeit, die ist ein bisschen versteckter. Und zwar müsst ihr an dieser Stelle im Wasser, also wenn ihr von der Wegmarke, zwischen der Wegmarke Walsee und Schneewee Freistadt Wegmarke, direkt hier an der Kante vom Wasser, dort müsst ihr einfach nur ein wenig durchtauchen. Hier habt ihr auch ein paar Rotlachse nebenbei. Unterm Eis sozusagen langtauchen und hier hinten bekommt ihr dann an dieser kleinen Kurve die Sehenswürdigkeit Jorans Schleuse. So, die nächste Sehenswürdigkeit befindet sich im in Isenfallsee, und zwar ist das La Chouche, also von der Wegmarke Isenfall ein bisschen östlich in den See rein, hier einmal unter Wasser. Dort findet ihr die nächste Sehenswürdigkeit. So, die nächste Sehenswürdigkeit findet ihr nördlich der Wegmarke Isenfall. Und zwar ist das Durgars Gehöft. Einmal hier oben, wo auch die Heldenherausforderung ist, in der Hütte drin. So, und zu guter Letzt, die letzte Sehenswürdigkeit befindet sich westlich von der Wegmarke Lorna. Und zwar ist das Männerheim. So, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen und haben das nächste Gebiet zu 100% ohne Reittiere abgeschlossen. Und zwar die Schneekohlenhöhlen. Ja, heute mal eine kältere Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch bei meinen anderen Guild Wars 2 Videos vorbei, wo ich die anderen Gebiete dann auf 100% mache. Beziehungsweise auch auf zukünftige Videos von Guild Wars 2. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Tschüss, ciao, euer Levers.